Guten Tag zu einer neuen Folge von DevPlay. Heute waren wir uns nicht ganz sicher, wer die Moderation macht. Das heißt, ihr müsst jetzt erstmal leider zugucken, wie wir entscheiden, wer heute das Thema moderiert und dann das Thema auch vorstellt. Ich bitte die Jans unter uns, kurz zum Schnick, Schnack, Schnuck anzutreten. Okay. Also, Schnick, Schnack. eins, zwei, drei. Ja, okay. Ja, Oh, ich ich habe glaube, Stein schlägt gewonnen. Schere. Der Jan hat gewonnen. Alles klar, also dann. Herzlich willkommen zu einer neuen DevPlay-Folge. Wir freuen uns, mit unserem hervorragend vorbereiteten Moderationskonzept euch wieder in die tiefsten Tiefen der Spieleentwicklung und der Spieleentwickler zu entführen. Diesmal haben wir Themen, von denen noch nie jemand was gehört hat, die so geheim sind und so weit im Hintergrund, dass man sehr viel Technikwissen mitbringen muss für die heutige Folge, nämlich es gibt neue Konsolen. Eine neue PlayStation, eine neue Xbox. Und falls ihr noch nie davon gehört habt, lasst euch mitnehmen auf eine kleine Reise des Experten- oder Nicht-Expertenwissens. Das könnt ihr selber im Chat am Schluss bestimmen. Wir wollen ein bisschen darüber nachdenken heute, was bedeutet die neue Konsolengeneration? Warum gibt es sie überhaupt, wo doch so viele Leute gesagt haben, dass es nie wieder Konsolen geben wird? Nur einer hat es sehr, sehr früh gewusst, hat gesagt, PlayStation 5, ja, ich weiß, es wird sie geben und ich weiß auch wann. Das war Jan Wagner, von daher vielleicht weiß er noch andere Dinge, von denen wir nicht Bescheid wissen. Das könnt ihr nachschauen, indem ihr in unserem gigantischen Archiv die alten Devplay-Folgen anschaut. Das haben wir uns nicht jetzt gerade ausgedacht. Auch wenn wir uns vielleicht das eine oder andere ab und zu ausdenken. Nein, Quatsch. Also heute ist tatsächlich die Idee zu gucken, wo denken wir, geht der Trend hin? Wie stark werden diese Konsolen einen Einfluss haben? Wie wichtig ist überhaupt, dass sie gerade rauskommen? Und was ist überhaupt davon zu halten? Und damit können wir vielleicht mal anfangen, dass sie gleich zur Ankündigung oder zum ersten Bestelltermin ausverkauft sind. Denn das haben wir jetzt in der Vergangenheit bei einigen Konsolen gesehen, aber hier war es jetzt doch überraschend schnell, vor allem da ja einige Leute gesagt haben, naja, was soll ich mir denn jetzt schon eine PlayStation 5 kaufen? Die PlayStation 4 läuft noch super. Die meisten Spiele, die angekündigt sind, kann ich entweder auch auf der PlayStation 4 spielen oder es gibt gar nicht so viele, die angekündigt sind. Wie kann es trotzdem sein, dass so viele Leute diese Konsole schon gekauft haben? Oder sind es überhaupt so viele Leute? Gibt es da den einen oder anderen, der eine Theorie zu diesem Punkt hat? Apropos Leute, sollen wir uns noch mal kurz vorstellen für die Leute? Ja, genau. Eine sehr gute Idee. Person Nummer eins, stellen Sie sich doch kurz vor. Ich bin Hier sind Jan mal Wagner. unfähige Moderatoren, Ja, das ist es ist Schnick, egal, Schnack, ich habe Schnuck gewonnen. Ich habe gewinnen. gewonnen. Das ist mir egal. Schnick, Schnack, Schnuck gewinnen eignet sich notwendigerweise zur Moderation, haben wir jetzt gerade gemerkt. Wir müssen vielleicht ein neues System ausdenken. Ich bin Jan Wagner von Owned by Gravity. Ich bin Jan Theisen von Gingerhardt. Ich bin der Matthias, wer mich nicht kennt. Ich bin ein frischer Game Developer, Solo Developer von Chained Echoes, einem 16-Bit-Rollenspiel. Sehr gut. Und hier wird nicht nach Kompetenz ausgewählt, sondern danach, wer das Battle gewinnt. Was ja natürlich jetzt hervorragendes Wortspiel und dann wieder die Überleitung zu Jan Wagner. Battle der Konsolen gibt es ja immer noch. Keiner hat aufgegeben. Nicht Microsoft, nicht Sony. Im Gegenteil, sie haben sogar, ich glaube, das Ganze noch ein bisschen verschärft über die letzten Jahre, über das letzte Jahr. Gerade Microsoft hat sich ein bisschen nach vorne geboxt. Was ist davon zu halten, was man jetzt als erstes mitbekommt aus deiner Sicht? Konsolenausverkauf, beide, nicht eine, die jetzt schon mal wie Blei in den Regalen liegt. Ist das schon ein Zeichen? Zeichen für was? Also ich meine, was relativ klar ist, glaube ich, und das haben wir damals lustigerweise in dieser Folge auch angesprochen, ist, dass es unterschiedliche Modelle gibt. Also Microsoft hat in der letzten und in der ersten Generation versucht, entweder technisch Sony den Rang abzulaufen und oder über zusätzliche Features wie erstes Online und Kinect und tralala. Und das hat nie dazu geführt, dass die als Konsole, also dass sie sozusagen Konsolenkrieg gewonnen hätten. In der jetzigen, also in der PS4 gegen Xbox One Generation oder 3 haben sie sogar tendenziell eher verloren. Und das hat Microsoft offenbar gemerkt. Und jetzt haben sie eine andere Strategie. Und das finde ich vergleichsweise clever, denn sie setzen im Prinzip nicht mehr Hardware gegen Hardware, also Technik gegen Technik. Sie setzen auch nicht mehr notwendigerweise auf coole Titel gegen coole Titel, weil Sony einfach sein Launch-Line-up, also seine Plattform-First-Titel seit langer Zeit hegt und pflegt und damit können sie nicht gut angreifen, sondern sie setzen jetzt eigentlich auf ein Netflix für Games-Modell. Das heißt, sie haben eine große Menge von Titeln in ihrem Pass drin, wo ich
nicht mehr sozusagen sagen muss, ich will diesen Titel haben, deswegen kaufe ich mir die Konsole, sondern ich will irgendwie einen von 200 Titeln haben. Die Konsole ist nur noch das Mittel zum Zweck, um da ranzukommen. Was auch den Preis wieder relativiert, muss man sagen, weil ich ja ziemlich billig danach sozusagen Zeug kriegen kann. Gleichzeitig ist ein Abo-Modell wahnsinnig schlau, weil auch Leute, die nicht spielen, haben immer noch ein Abo und zahlen weiter Geld. Und dann hat Microsoft was gemacht, was natürlich im zweiten Schritt auch Netflix gemacht hat, nämlich zu sagen, wir holen nicht nur andere Leute Zeug, sondern wir holen exklusive Inhalte und haben sich positioniert, indem sie Bethesda gekauft haben, positioniert für in wie den viel? Bereichen Über 7 Milliarden. 7,5 Dollar, Milliarden, Euro. Ja, 7,5 Milliarden Dollar. Das ist schon viel, wenn man überlegt, dass sie für Minecraft mal 2 Milliarden ausgegeben Ja, haben. und das ihr große Cash-Cow zu dem Zeitpunkt war, ja. Also das ist eine Menge, aber es ist natürlich auch ein mächtiges Unternehmen, das sind ja auch nicht nur Entwickler. Also was sie sich auch damit kaufen, was glaube ich viele Leute unterschätzen, ist ein Games-Marketing. Und zwar überall in Europa. Das wird auch nochmal, und Amerika und Japan und sonst wo. Das wird auch nochmal spannend, weil jetzt haben sie eine duale Struktur. Es gibt Leute bei Microsoft, die das tun und Leute bei Bethesda und ZeniMax, die das tun. Aber sie haben natürlich vor allen Dingen im Rollenspielbereich, auch Online-Rollenspiel, aber eben stark im Kernrollenspielbereich und im Shooter-Bereich, wo beides auf den Konsolen bisher schon relativ stark war, so draufgepackt und das in zusammen, was hier schon fast untergegangen ist, mit dem EA Game Pass, also das heißt auch alle EA-Spiele können damit gespielt werden. Und das heißt, sie haben vom Stand auf natürlich ein massives Angebot, vielleicht nicht zum Tag 1 des Launches, aber doch mittelfristig, das sowohl exklusive Titel hat, als auch nicht exklusive Titel in relativ großer Zahl. Und da sieht man sie, das ist wirklich einfach eine andere Strategie. Also Sony ist immer noch Kino und Microsoft ist Netflix. Und wenn man sieht, wie Kino versus Netflix momentan läuft, dann sieht man schon, dass das durchaus keine dumme Strategie ist. Wobei man nicht sich mit anderen Leuten treffen muss, um das Microsoft-Kino zu besuchen. Das ist, glaube ich, bei Corona-Zeiten noch ein... Das ist unterschiedlich. Oder Sony-Kino. Okay. Sagen wir, vielleicht großes Fernsehen gegen Netflix oder so, ich weiß nicht genau. Ja, aber es ist natürlich spannend, weil wir auch hier vor einiger Zeit, ich glaube auch vor relativ, ja, also fast einem Jahr, sehr viel über das Netflix für Games gesprochen haben, gesagt haben, sind das Trends, wird es wirklich passieren, werden Leute sowas anbieten und jetzt gerade mit der neuen Konsolengeneration, wie du gerade gesagt hast, das sogar nochmal verstärkt ist. Heißt das, dass es den Plattformhaltern mehr um ihre Abo-Modelle als um die Hardware geht? Ist das, kann man das so sagen? Ist die Hardware nicht mehr so wichtig? Ja, letzten Endes geht es darum, Geld zu machen. Und das Geld machst du langfristig natürlich mit der Software oder mit den Abos. Die Hardware, damit haben sie nie Geld gemacht. In einigen Generationen haben sie vielleicht auch noch Geld drauf bezahlt, damit du überhaupt erstmal die Hardware hast, um dann mit der Software Geld machen zu können. Ich glaube, darum geht es hauptsächlich. Und ich glaube, was Jan gesagt hat, ist richtig, dass Microsoft halt auch nicht so super viele Optionen hatte, ehrlich gesagt, was sie machen können, weil wenn man sich rein das Software-Lineup anguckt und wenn man jetzt nicht gerade ein riesen, keine Ahnung, Gears of War-Fan ist oder ein Forza-Fan ist, dann stinkt Microsoft oder zumindest in der letzten Generation halt echt ab im Vergleich zu Sony, ne? Weil, ich sag mal, Nintendo ist wahrscheinlich zumindest für Nintendo-Fans immer noch die Firma mit den meisten exklusiven Spielen oder den exklusiven Spielen, die vielleicht vielen Leuten am wichtigsten sind. Dann kommt Sony und dann kommt ganz, ganz, ganz lange nichts. Und dann kommt halt Microsoft mit seinen exklusiven Titeln. Und die hätten, ich meine, die haben jetzt vorletztes Jahr angekündigt, ja, wir haben hier, keine Ahnung, 5 Entwickler gekauft oder 10 Entwickler gekauft. Nur auch da, selbst mit denen, die können ja nicht einfach so aus dem Nichts jetzt irgendwie Marken wie ein God of War oder wie ein Spider-Man oder irgendwas aus dem Boden stampfen. Jetzt mit Cinemax und Bethesda und id Software und so weiter, damit haben sie natürlich jetzt wirklich, ich sag mal, sich große Kaliber eingekauft. Das kann schon funktionieren oder das kann denen schon was bringen. Aber rein auf Software-Seite oder auf Exklusivitätsseite, sagen wir mal so, wären sie halt nicht rangekommen. So, aber jetzt ist es halt nicht so sehr Qualität, mehr Quantität vielleicht oder vielleicht auch eher über den Preis, aber da haben sie jetzt natürlich die Nase vorne. So, ne? Ja, ich hab's ja, ja. Bei mir habe ich selbst ja gesehen, ich war nie so der Xbox-Spieler, war immer eher PlayStation. Und meine Frage war halt, also ich hatte immer eine Nintendo-Konsole plus und dann die Frage, PlayStation oder Xbox? Und jetzt ist das für mich super, das ergänzt sich alles super praktisch. Also ich hole mir die Nintendo-Konsole, ich hole mir eine PlayStation 5 und ich hole mir halt einen Game Pass. Da kann ich auf meinem PC irgendwie alle Sachen spielen, die ich vorher überhaupt gar nicht angefasst hätte. Und dadurch bekommt jetzt zum Beispiel Microsoft von mir Geld, obwohl es vorher gar nicht so der Fall war. Und
Matthias, was mich auch interessieren würde, du bist ja ein Entwickler, der wirklich gerade als Ein-Mann-Team ein Spiel entwickelt. Und natürlich denkt man da sicherlich auch dran, das auf mehreren Plattformen rauszubringen. Und wenn nicht dieses, dann vielleicht das nächste. Jetzt gibt es natürlich aktuell sehr viele Plattformen für dich, auf denen du es rausbringen könntest. Es gibt halt natürlich PC, es gibt Switch, es gibt die PlayStation, die Xbox, jetzt kommt eine neue PlayStation und eine neue Ja. Xbox und davon noch verschiedene Modelle. Fühlt sich das besser an als kleines Ein-Mann-Team, dass man viele Chancen hat, auf viele Plattformen gehen kann? Oder ist es eher ein bisschen beängstigend zu sagen, boah, ich muss auf einmal extrem viele Formate bedienen oder mich in extrem viele Sachen reinarbeiten, um da weiterzumachen? Oder sagst du lieber, du beschränkst dich sowieso dann lieber auf ein, zwei Lieblingsplattformen? Also in meinem Fall finde ich das eigentlich ganz gut. Das hat eigentlich zwei Gründe. Zum einen, weil ich halt mit Unity arbeite. Das erleichtert die Sache so ein bisschen mit den Porten auf mehrere Konsolen. Und zum anderen habe ich halt mit euch halt einen Publisher, der sich um halt viele Sachen kümmert, was das Der sich Ganze halt hervorragend um einfacher macht. viele Sachen kümmert, natürlich. Ja, und wenn ich mir vorstelle, Kümmern ich hätte muss. keinen Publisher und ich hätte irgendwie eine Engine benutzt, die es ein bisschen schwieriger hat, auf mehrere Konsolen zu porten, dann hätte ich auf jeden Fall, dann wäre es, ja. Dann wäre es schwierig, aber so ist das. Das heißt, Fühle ich da mich macht es wohl. auch schon Also. Sinn, würdest du sagen, eher gut, mehr Plattformen zu haben, aber auch gut, Partner zu haben, wer auch immer das dann ist, die sich darum kümmern können, die alle zu bedienen. Ja, auf jeden Fall. Alleine hätte ich mich nicht getraut, nee. Ich kenne auch nicht so viele Studios außer KingArt von Jan Theissen, die teilweise ihre Projekte auf bis zu 10 oder 12 oder sowas verschiedenen Plattformen mal rausgebracht haben. Ich glaube, 11 Plattformen und die Diskussion lief schon auf erst nur aus Prinzip jetzt auch noch auf PlayStation 5 und Xbox Series X rausbringen. Nein, aber grundsätzlich macht es schon immer Sinn, glaube ich, auf vielen Plattformen, wenn möglich, vertreten zu sein, weil der Aufwand pro Plattform im Verhältnis zum Aufwand der Entwicklung halt relativ gering ist, ne? Und ich sage mal, zumindest wenn du dann die Chance hast, komplett neuen Markt zu erschließen oder eine neue Zielgruppe, dann kann das durchaus Sinn machen. Was übrigens witzig ist, als Microsoft das angekündigt hat, dass sie zukünftig auch EA-Spiele anbieten auf ihren Shop, war dann ein Screenshot mit einem von unseren Spielen. Und ich, was zum Teufel, warum sind wir jetzt, und jetzt sind wir tatsächlich bei Microsoft im Abo über EA, über THQ Nordic und dann wir. Also das heißt, THQ Nordic, unser Publisher, hat irgendeinen Deal mit EA gemacht, EA hat einen Deal mit Microsoft gemacht und jetzt ist halt irgendeins von unseren Spielen über drei Ecken im Microsoft-Abo. Das heißt, das ist auch irgendwie eine etwas weirde Welt da, finde ich. Das ist total geil. Das haben wir aber auch gemerkt. Zum Beispiel, wir haben ja tatsächlich in unserem Zweig als Publisher haben wir den Titel Crosscode zum Beispiel in den Game Pass von Microsoft gekriegt. Und das war super. Also das war ein toller Deal für uns. Und wir haben natürlich kurz überlegt. Und ich glaube, das ist so die Frage, die sich viele stellen. Naja, kriege ich als Entwickler denn genug Geld, wenn ich dann auch in dem Abo-Modell mit drinne bin? Man kennt das ja von anderen Abo-Modellen wie Spotify, wo man sehr, sehr viel hört, dass Musiker nur noch ein Apfel und ein Ei für ihre Musik bekommen. Wie wird das mit Spielen sein? Wir hatten das auch mal in der vorherigen Folge, wo wir gesagt haben, hat das Auswirkungen, wenn alle sozusagen nur noch in Streaming-Diensten unterwegs sind? Und ich glaube tatsächlich, das ist schwierig, aber man kann natürlich auch gute Deals machen. Also in dem Fall waren wir total happy, dass wir einfach ein tolles Angebot bekommen haben von Microsoft, um das da reinzubringen und haben uns super darüber gefreut. Also ich glaube, auch das ist. Kann gut und kann schlecht sein, aber generell heißt es natürlich schon, man bindet sich mehr an Plattformen. Okay, bei euch hört es sich jetzt wie das Gegenteil von Binden an. Man kann auch sozusagen von der ganz anderen Seite noch zusätzlich einen Kanal bekommen, wo auf einmal was verwertet wird. Ist ja super. Aber natürlich ändern sich die Möglichkeiten für einen Entwickler auch das Spiel zu verkaufen oder überhaupt sichtbar zu machen. Wenn man vielleicht nur die Möglichkeit hat, das nächste Mal, wer weiß, vielleicht sagt Microsoft jetzt, neue Konsole, wisst ihr was, neue Spiele. Wir nehmen bevorzugt Game Pass-Spiele auf unsere Plattform. Was würde man machen als Entwickler? Also gerade wie Jan Wagner gesagt hat, wenn alles ein bisschen mehr dahin geht, dass die Abo-Modelle wichtig sind, werden diese Punkte, wird da der Druck einfach stärker werden. Das kann man jetzt noch nicht so richtig sagen. Vor allem, wenn die Hardware wirklich mehr in den Hintergrund tritt. Wobei ich glaube, man schon sagen kann, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es so kommen wird, weil natürlich momentan geht es um Marktanteile und es geht darum, vielleicht auch den einen oder anderen PlayStation-Spieler
auf die Xbox zu holen und so weiter und so fort. Und dementsprechend wird natürlich momentan relativ viel bezahlt, um relativ gute Titel in das Abonnement zu kriegen. Nur gleichzeitig, irgendwann wollen sie halt auch Geld verdienen. Und dementsprechend kann man nicht davon ausgehen, dass es auf ewig rosig bleibt. Wobei man jetzt auch nicht unbedingt sagen kann, gut, das ist jetzt das goldene Jahr oder die goldenen 2 Jahre. Sag mal, wenn man sich das bei Netflix anguckt, Netflix und andere Streamingdienste, die sind halt auch nach, keine Ahnung, 10 Jahren immer noch so stark im Wettkampf, dass man als Entwickler von Netflix-Filmen oder vielleicht dann eben irgendwann als Entwickler von Computerspielen vielleicht ja auch noch in 10 Jahren davon profitieren kann. Das ist eine gute Frage, weil zum Beispiel ja bei Apples neuer Plattform sehr, sehr viele wirklich gut finanzierte Spieleprojekte lanciert wurden. Das heißt, als Apple die neue Games-Plattform rausgebracht hat, ich glaube, mit 100 Titeln sind sie gestartet. Das waren alles sehr, sehr gute Titel, die teilweise exklusiv produziert und exklusiv finanziert waren. Und ja. Da ist jede Menge Geld reingeflossen. Jetzt ist, wie du sagst, die Frage, ist es sozusagen ein Netflix-Modell, was weiterläuft? Ich habe meine Teams, ich finanziere die, damit ich tollen exklusiven Content habe? Oder war das Log-Angebot zu sagen, okay, ich gebe jetzt am Anfang sehr, sehr viel für Marketing aus, um die Leute auf meine Seite zu ziehen und später gucke ich dann, wie ich sozusagen den Leuten den letzten Euro abpresse, wenn ich mit ihnen zusammenarbeiten will? Nur mal so als Beispiel, ich sag mal, Google Stadia, die werden wahrscheinlich vor einem Jahr deutlich mehr Geld für Spiele ausgegeben haben, als sie heute für Spiele ausgeben, weil die natürlich vor einem Jahr noch vielleicht andere Erwartungen hatten, wie das funktioniert. Und da ist das natürlich immer auch so eine Timing-Frage, ne? Weil entweder ist irgendwann jemand, ich sag mal, marktbeherrschend oder quasi Monopolist wie Apple, dann hast du ein Problem. Oder irgendjemand legt sich komplett flach und nichts funktioniert, dann kriegst du von denen auch keine Kohle mehr. Und ich sag mal, nur solange es sozusagen ein paar Leute gibt, die gesund sind und die genug Geld haben und die halt immer noch im Marktanteile kämpfen, so lange kannst du halt damit gutes Geld verdienen, ne? Wobei man auch sagen muss, also ich meine, dieses Exklusivitätsthema, es gibt, glaube ich, 2 Themen dabei. Das eine ist das Abo-Modell, das ja letztlich, wenn man davon ausgeht, dass es für die Erzeuger genauso viel verdient, weil sonst machen sie es nicht, wie ein bisheriges Verkaufsmodell, ersetzt es ja einen sehr ungleichen Strom von Einkommen durch einen sehr gleichen Strom von Einkommen. Also selbst wenn sie insgesamt genauso viel verdienen würden, ist es viel berechenbarer. Steam-Verkäufe sind irgendwie Tag 1 Fantastillionen, Tag 2 nur noch die Hälfte und dann Monat 2 kaum noch was und dann tröppelt es vor sich hin, bis man wieder in Sales kommt und dann fängt man an, im Sales sich gegenseitig zu unterbieten, damit man halt irgendwie in diesen Steam-Sales halt auch noch was reißt und alle machen sofort ihre Spiele 60% billiger. Das ist ja nicht so, dass das bisherige Marktmodell jetzt wahnsinnig attraktiv wäre, es ist halt nur das Etablierte. Wenn man dagegen setzt, dass jetzt mehrere Leute solche Plattformen haben und sagen, okay, wunderbar, wir kriegen jeden Monat so und so viel rein und die schütten wir natürlich auch aus, weil wir müssen ja diese Maschine immer wieder füttern mit neuen Titeln, dann konkurrierst du wieder mehr mit klassischen Publishing-Plattformen, weil sozusagen du musst dann deinen Titel immer pitchen, dann sagt Microsoft halt, ah ja, wir haben schon immer mal so ein Retro-Rollenspiel, 16-Bit-Look brauchten wir noch in unserem Portfolio, super, dann kaufen wir dich ein. Dann sagt Sony, jetzt hat Microsoft dieses Ding, gibt es nicht jemand anderen, der uns auch so ein 16-Bit-Retro-Ding machen kann? Das ist ja das, was du siehst. Also das ist so ein es gibt diese Ausreißer, die Leuchtturmdinge, die es tragen und dann gibt es so eine große Menge von so ähnlichen Titeln. Wenn irgendwann Game of Thrones macht, dann gibt es kurz danach plötzlich lauter erfolglose Fantasy-Abklatschtitel, die auf Hulu, keine Ahnung, wo laufen. Also das ist für uns erstmal gut. Wie gut es für den Kunden ist, ist eine andere Frage, aber die scheinen ja auch nicht unzufrieden zu sein. Aber dann gibt es noch eine andere Bewegung und das ist eben bei uns ein bisschen anders als in der Filmindustrie, glaube ich, oder? Du hast Entwicklung und Publishing in einer Hand. Also sowas wie Microsoft kauft Entwickler jetzt, um sie selber zu publishen und natürlich Exklusivität zu machen. Das ist das Disney-Modell. Das ist das, was der Disney Channel jetzt macht. Er sagt, ja gut, ab jetzt gibt es Star Wars und alle Disney-Filme nur noch bei uns. Punkt. Weil das ist unser Zugpferd und damit konkurrieren wir gegen Netflix und Amazon, die halt alles Mögliche haben, aber unser Zeug halt nicht mehr. Und da wird es dann interessant, weil dann kriegst du plötzlich Abspaltung. Dann kannst du nämlich nicht mehr sagen, oh, ich gehe zu Microsoft und dann gehe ich wieder zu Sony und verkaufe denen auch noch, sondern dann bist du da, wo am Anfang mal die ganz harte Exklusivität bei den Konsolen war, wo die gesagt haben, nee, wenn ihr was bei Sony rausbringt gleichzeitig,
dann nehmen wir das nicht in unseren, dann launcht es bei uns nicht. Oder wir wollen mindestens 3 Monate alleine gestehen, bevor ihr es woanders reinbringen dürft. Oder wir wollen Spezialfeatures haben, die kein anderer hat, damit wir das bei uns reinnehmen. Das heißt, du bist als Entwickler in der Situation, dass du einerseits mehrere Leute ansprechen kannst, andererseits aber nicht mehr frei bist, darin zu sagen, ja, und dann noch die Plattform und dann noch jene Plattform, sondern dann musst du vielleicht einfach sagen, ja, okay, ich muss das von vornherein so planen, dass ich dieses Spiel für die Xbox mache und das gleiche in Gelb mit leicht anders für die Sony PlayStation, damit ich eben die Systeme bedienen kann. Also das hat beide Effekte. Matthias, du als Freedom Fighter, ist es so, dass dich das eher besorgt macht, was die Zukunft angeht, dass du sagst, okay, mit den neuen Konsolen, aber vor allem mit den neuen Modellen, die jetzt kommen, wird das eher eine ungewisse Zukunft oder würdest du es eher so sehen, dass du sagst, hey, die brauchen dauernd Content, die brauchen mich, ich kann vielleicht jetzt auch, wie Jan gesagt hat, in der ersten Variante vielleicht mehr auch wählen oder ich kann mich mehr für eine bestimmte Sache entscheiden? An was denkst du, wenn du da an die Zukunft denkst? Ich denke, es ist super schwer für mich einzuschätzen, weil ich so noch gar keine Erfahrung habe, was das tatsächliche Releasen von einem Spiel angeht. Das heißt, ich weiß nicht, wie es sich für mich jetzt anfühlen wird und was sich für mich ändert. Also kann ich das nur schwer beantworten. Ja, dann kannst du aber noch optimistisch in die Zukunft gucken. Das ist ja, ja auch gut. Also ohne Sorge zumindest, also weil ich kenne es ja nicht. Also. Ja. Finde ich sehr spannend. Eine Sache würde ich noch gerne reingeben, denn die ist tatsächlich jetzt, finde ich, nicht so unglaublich schnell, unglaublich viel näher gerückt, wie ich es auch vielleicht vermutet hätte, was die neuen Konsolen angeht. Und zwar die Tatsache, ich hatte das mal als Beispiel genannt, als mir aufgefallen ist, dass ich mit meinem iPad die PlayStation fernsteuern kann und über WLAN mein Spiel auch auf dem iPad spielen kann mit der schönen PlayStation-App. Und ich dann irgendwo in der Wohnung rumsitze und spiele dann irgendwie Horizon oder irgendwas. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich da das Haus verlassen habe und mir dachte, jetzt würde ich gerne weiterspielen. Ich habe doch mein iPad dabei. Und bei der Arbeit mir dachte, hey, wenn ich mich doch über das Internet mit meiner Zuhause-Konsole verbinden kann, dann kann ich mich doch auch im Internet in irgendeine Rechenzentrum-Konsole verbinden. Das wäre mir doch ganz egal. Ich will einfach das blöde Spiel weiterspielen. Und das sind ja gerade sehr, sehr viele Streaming-Dienste, die sowas so langsam anbieten oder versuchen anzubieten oder damit auch vielleicht erstmal gescheitert sind oder es eher schwer hatten. Davon glaube ich, damit haben die aktuellen Konsolen noch gar keinen so riesigen Schritt gemacht. Ich glaube aber nach wie vor, dass das kommen wird und das ist ja nach wie vor ein Punkt. Muss ich mir, wenn ich in 2, 3 Jahren mir eine Konsole kaufe, mir die wirklich kaufen oder kann ich mir die auch irgendwo mieten und mit meiner schnellen Internetverbindung einfach zocken von egal, wo ich bin? Meint ihr, das geht schnell? Meint ihr, das geht langsam? Oder meint ihr, es passiert erstmal gar nicht? Das braucht nochmal die übernächste Generation. Also Microsoft hat schon die Azure-Server stehen. Die haben die Infrastruktur dafür im Gegensatz zu Sony. Und die bauen ja auch schon seit geraumer Zeit an sowas. Also es gibt, die haben schon Prototypen-Modelle von streambaren Spielen, die kein Mensch jemals spielen wird und die für ganz viel Geld bei ihnen irgendwo im Tech-Zentrum vergammeln. Aber natürlich bauen die da dran. Jetzt nicht mit großem Druck, weil sie halt nicht in erster Linie eine Internetfirma sind, zumindest so gefühlt für sich selber. Und vor allen Dingen jetzt, wo sie diese super High-End-Cinemax-Sachen irgendwie haben, wird das nochmal schwieriger, weil das natürlich auch eine reine Menge von Sachen irgendwie ist, was man haben muss. Aber das ist genau das, was Microsoft macht. Die sagen ja, okay, mal gucken, wie das wird und wir sind bereit, das komplett aus der Konsole rauszulösen. Dann ist die nur noch eine Eintrittskarte. Ja. Ich glaube auch, dass es irgendwann so kommen wird, aber ich glaube nicht, dass das schnell passiert, weil wir momentan noch so in dieser Phase sind, wo man, ich sag mal, Leute mit, keine Ahnung, 4K, 60 FPS locken kann. Das ist cool, das will man haben. Und das ist halt, ich sag mal, technisch gesehen natürlich dann erstmal wieder einen Schritt zurück, ne? Weil man sagt, das Ganze muss gestreamt werden, weil du hast nicht die Auflösung, du hast nicht die Bildqualität, du hast eine höhere Latenz und ich sag mal, das ist alles so ein bisschen Kompromiss und da kannst natürlich, gibt es Leute, denen ist das egal, das funktioniert, aber ich sag mal, gerade jetzt die Leute, die jetzt momentan hinterher sind und eine PlayStation 5 oder eine Xbox Series X verzweifelt versuchen vorzubestellen, das sind halt die Leute, die wirklich, ich sag mal, sich darauf freuen, dass Gaming in Zukunft hoffentlich schneller und unkomplizierter und besser aussieht und keine Ahnung. Und ich glaube, das sind nicht die Leute, die okay damit sind, irgendwie eine schlechtere Version des Spiels zu spielen momentan.
Das heißt, abschließend könnte man sagen, interessanterweise gibt es noch eine ganz normale Konsolengeneration, obwohl viele Leute schon bei der letzten gesagt haben, wird es die überhaupt noch geben? Und das lässt natürlich auch die Frage offen, was nach dieser Generation passieren wird. Vielleicht gibt es auch danach nochmal eine ganz normale Konsolengeneration, da diese Frage ja wirklich schon sehr lange aufgetaucht ist. Aber die Umbrüche sind, glaube ich, unübersehbar. Wir haben versucht, mal ein paar ein bisschen genauer zu beleuchten. Und sind natürlich wie immer sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Holt ihr euch eine Konsole oder gleich beide oder gar keine mehr? Habt ihr es schon versucht, vergeblich, habt mehrmals? Versucht, wart ihr verzweifelt? Macht ihr das Modell von Matthias zu sagen, hey, ich brauche mir jetzt sogar nur noch eine zu kaufen und hole mir einen Pass und habe die Spiele, die ich haben will? Wartet ihr auf Streaming? Seid ihr zufrieden mit eurem Apple-Abo? Wir sind sehr neugierig. Schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns, was für andere Themen euch interessieren. Hört uns als Podcast und ansonsten schaut oder hört uns auch das nächste Mal. Bis dahin sagen wir, macht's gut und ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.